Willkommen zurück bei Rhein-Main aktuell. Wir blicken nun in die Region Frankfurt. Ausprobiert haben Sie es bestimmt schon mal, liebe Zuschauer, aber wie gut Sie waren, ist eine andere Frage. Es geht darum, mithilfe von zwei Hebeln versucht man eine Metallkugel möglichst lange auf einem abschüssigen Spielfeld zu halten. Dabei sollte man möglichst viele Ziele treffen, denn nur so gibt es Punkte. Die Rede ist vom Flipperautomat. Eine nette Beschäftigung, zum Beispiel an eher langweiligen Kneipenabenden. Doch für manche ist das Spiel mit der kleinen Kugel weit mehr als nur ein bloßer Zeitvertreib. Ja, da gibt es wahrscheinlich so einige, die sich sogar als Flipper süchtig bezeichnen würden. Wie gut, dass es dafür die Flipper Convention gibt. Denn in diesem Rahmen findet am Wochenende in Hattersheim die Flipper Meisterschaft statt. Ja, und da können sich die Spielwütigen mal so richtig austoben. Was dafür alles an Vorbereitung nötig ist, das zeigen wir Ihnen gleich. Doch zunächst sehen Sie die aktuellen Nachrichten aus der Region Frankfurt im Überblick. Heute beginnt die Vorbereitung für die deutsche Flippermeisterschaft, die morgen in Frankfurt startet. Doch wie viele Flipper braucht man eigentlich für so einen Wettkampf? Und wo bekommt man die her? Mein Kollege Michael Heide hat die Vorbereitung mal begleitet. Er ist der ungekrönte König der deutschen Flipperzocker. Albert Medaillon vom Deutschen Flipperverein in Hattersheim. Der 42-Jährige steht an der Spitze der deutschen Flipper-Rangliste. In der Weltrangliste belegt er immerhin Platz 25. Doch jetzt ist ihm ein ganz anderer Coup gelungen. Er hat es geschafft, die einmal jährlich stattfindende Flipper-Convention an den Main zu holen. Hauptattraktion: die Deutsche Flippermeisterschaft 2008, die zum ersten Mal in Hessen stattfindet. Die Organisation des Spektakels, eine logistische Herausforderung. Also das Wichtigste ist der Turnierbereich. Also wir passen auf, dass im Turnierbereich sehr viel Platz da ist. Es gibt also Spieler, die stehen sehr großzügig da. Das heißt, die reißen ihre Beine weit auseinander. Und wenn das zu eng berechnet wird, dann laufen andere über deren Beine. Und es könnte tatsächlich eng werden an diesem Wochenende in der Stadthalle Hattersheim. Sogar Flipperfreunde aus Belgien, Holland und der Schweiz haben ihr Kommen angesagt. Gespielt wird dabei an verschiedenen Gerätetypen. An älteren Flippern, die noch elektromechanisch funktionieren, dann an sogenannten Early Electronic Flippern, die vor allem in den 80er Jahren ihre Blütezeit erlebten, und schließlich an neueren Geräten mit grafischem Display. Doch vor die große Zockerparty haben die Götter den Schweiß gesetzt. Mehr als 80 Flipperautomaten müssen angeliefert, aufgebaut und auf Vordermann gebracht werden. Ganz schön anstrengend, so ein Flippertransport, oder? Das kommt drauf an, in welchem Haus man wohnt. Also ich wohne in einem Haus mit 4 Stockwerken, der Flipper steht ganz unterm Dach und dann ist es natürlich schon dementsprechend anstrengend. Aber ansonsten Beine ab, Backbox ab, ins Auto packen, wenn man einen Kombi hat, dann ist das nicht das Problem. Dann ist das relativ einfach zu transportieren. So einfach wie die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft. Vor allem, wenn die Erwartungen nicht allzu hoch sind. Ich bin froh, wenn ich die Vorrunde überstehe beim Turnier, aber ich spiele einfach gern Flipper, mir macht Spaß, ich möchte mitspielen und außerdem muss ich ja die Frauenquote hochhalten. Denn die liegt nur bei etwa 15%, meist Partnerinnen von männlichen Flipper-Verrückten. So wie Albert Medaillon einer ist. Denn so ein Hobby wie Flippern kann schon ganz schön viel Platz kosten, nicht nur im Terminkalender. Ich habe insgesamt so 30 Flipper, 16 davon habe ich in meiner Doppelgarage aufgebaut, 4 habe ich noch in einem Flipperzimmer bei mir im Büro und die anderen stehen dann so hochkant. Man hat halt, das ist das Problem bei jedem Sammler, egal wie viel Platz du hast, es ist immer zu wenig. Und auch wenn Spieler mit viel Übung, so wie Albert Medaillon, natürlich die heißesten Anwärter auf die deutsche Flipperkrone sind. Auch Flipper-Laien können um die deutsche Meisterschaft mitspielen und sie vielleicht sogar für sich entscheiden. 90% ist Können oder 85% und der Rest ist Glück. Und deswegen ist es auch gut, dass auch ein Spieler, der jetzt nicht so super spielt, eigentlich auch immer gute Chancen hat, nach vorne zu kommen, weil die Portion Glück, die gehört halt eben auch dann dazu. Allerdings sind rund 2/3 der Plätze für das Turnier um die deutsche Meisterschaft bereits vergeben. Macht aber nichts, denn für einen Familienausflug ohne Turnierteilnahme eignet sich die Flipper Convention allemal. Und Kinder zahlen keinen Eintritt. Sonntag ist so eine Art Familien.
dem Tag. Das ist praktisch so, dass morgens ein Kinderturnier ist. Das fängt so gegen 11 Uhr an. Da kann jedes Kind mitspielen, kostet auch nichts extra. Jedes Kind gewinnt etwas, wenn es eine Medaille ist. Und danach, so gegen 13 Uhr, machen wir ein Doppelturnier. Das heißt, jeder spielt an einem Flipper an einer Seite als Team. Und das wird dann so bis 3, 4 gehen. Und wir machen dann so gegen 4 Uhr auch Feierabend am Sonntag, weil der Samstag wird lang. Der geht mindestens bis Mitternacht. Oder sogar noch länger. Denn wenn einer der Flipper-Freunde vielleicht gerade das Spiel seines Lebens macht, könnte es ziemlich lange dauern, bis es heißt Game Over.